Hallo liebe Deutschlernende, ich bin zurück. Ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich das nächste Video hochlade, bis ich das nächste Video veröffentliche. Ja, und zwar habe ich wirklich jeden Tag mindestens 4 Stunden mit der Akademie verbracht. Ja, und ich bin so glücklich, dass sie endlich da ist, dass sie endlich fertig ist, dass endlich Kurse verfügbar sind. Ja, jetzt sind schon 2 Kurse verfügbar. Ja, und ich sehe, wie immer mehr Leute der Akademie beitreten und die Kurse nutzen. Und ich denke, es ist einfach fantastisch. Es ist einfach fantastisch, ja, weil ich wirklich die Möglichkeit ich jetzt habe, euch noch besser Deutsch beizubringen, ja. Und ich möchte besonders über 2 Dinge mit euch sprechen, ja. Über Konzentration, ja, Fokus, ja, Konzentration und Konsistenz, ja. Das ist etwas, was ich lange falsch gemacht habe mit dem Italienisch lernen. Ja? Ich habe nicht so viel Zeit investiert. Ich habe manchmal unregelmäßig gelernt und ich habe auch nicht so viel Zeit reingesteckt. Jetzt mache ich das so, dass ich jeden Tag 1 Stunde ins Italienisch lernen investiere und dass ich mich auch so gut wie möglich auf das Italienisch lernen konzentriere. Ja? Also eine Sache, die mir sehr geholfen hat, war das Pacco Motivational, ja, das Pacco von Italiano Automatico, von Alberto. Und ja, das hat mir die Möglichkeit gegeben, wirklich sehr konzentriert zu sein, wirklich einen Text zu folgen. Ja, ich habe den Text gelesen und dabei seine Stimme gehört. Ja, und dadurch konnte ich die Aussprache lernen, weil ich ihn gehört habe und dabei sprechen. Ja, ich konnte die Aussprache lernen, indem ich ihn gehört habe und ich konnte dabei lesen. Das meinte ich. Ich konnte dabei lesen. Ja, ich konnte lesen. Ich konnte den Text lesen und dabei habe ich gesehen, wie die Wörter geschrieben werden. Ja? Ich habe den Text gehört und habe die Aussprache dadurch gelernt und ich habe den Text gelesen und habe direkt gesehen, wie die Wörter geschrieben werden. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich die Akademie gemacht habe, weil ich mir dachte, das ist ein echt gutes Konzept, ja, Text und gleichzeitig Tonaufzeichnung zu haben, ja, das ist ein Grund, warum ich die Akademie gemacht habe, ja, ein anderer Grund ist, um diese Konzentration, die auch zu ermöglichen. Ne? Also das Problem ist bei YouTube, ich meine, du schaust mich jetzt auf YouTube und das ist okay, ja. Aber ein Problem mit YouTube ist, dass man sehr schnell abgelenkt wird. Ja? Also hier siehst du vielleicht Bilder. Nee, andersrum. Hier siehst du vielleicht nicht Bilder, sondern Videos. Hier siehst du, na doch, du siehst die Vorschaubilder, ja, die Thumbnails, die Vorschaubilder von anderen Videos. Und das kann manchmal ein bisschen ablenkend sein. Und das andere Problem ist, dass du jetzt vielleicht dieses Video siehst und du denkst, okay, welches Video sehe ich als nächstes? Welches sehe ich? Sehe ich das oder sehe ich das? Und ich habe es so gemacht, dass in der Akademie wirklich ein Schritt nach dem anderen, ja, ein Schritt nach dem anderen, ja, und es baut alles aufeinander auf, ja, du fängst mit der ersten Einheit an und dann die nächste Einheit und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste, okay,
Und du siehst auch eine Fortschrittsanzeige. Ja? Du siehst auch einen Fortschrittsbalken. Du weißt, wie weit du vorangeschritten bist mit dem Kurs und kannst so sehen, wie dein Fortschritt ist. Ja? Du kannst ja sagen, hey, ich habe jetzt schon 10% erreicht, ich habe ja schon 20% erreicht, schon 30%. Ja? Du kannst dich jedes Mal freuen, wenn dieser Balken ein bisschen voller wird. Ja? Und lernst, wie gesagt, die Aussprache und siehst, wie die Wörter geschrieben werden. Ja? Manche von euch wollen ihre Schreibfähigkeit verbessern, ja, Writing Skills, Schreibfähigkeit, ja, und deshalb habe ich in dem neuen Kurs, ja, den Kurs über schöne deutsche Orte, habe ich eine Schreibübung gemacht, ja. In diesem Kurs hast du eine Schreibübung und ich werde deinen Text korrigieren, ja, ich werde dir sagen, okay, hier sind Fehler und hier und das hast du alles gut gemacht und dann kannst du auch nochmal deine Schreibfähigkeiten verbessern. Und ich habe auch ein Frage-Antwort-Spiel. Ja, es wird so kleine Quizze geben. Ja, du kannst ein kleines Quiz machen und das mache ich bei jedem Kurs, weil es sehr gut ist, wenn man nochmal sieht, wie viel man gelernt hat. Ja? Man bekommt einfach Fragen und kann die beantworten und dann merkt man gleich, hey, ich habe ja ganz viel Wissen mir angeeignet. Ja? Und das gibt es alles in der Akademie. Wie gesagt, authenticgermanlearning.com/join. Und wirklich, das Ziel ist es. Ja? Mein Ziel ist es, dir alles beizubringen, was ich weiß. Ja? Über persönliche Entwicklung, über deutsche Städte, über deutsche Geschichte, über auch über Aussprache und so weiter. Und das wird sozusagen dieser so ein Sammelort sein, wo du wirklich intensiv, konzentriert Deutsch lernen kannst. Ja? Ich hoffe, das war hilfreich. Also wie gesagt, Konzentration und Konsistenz sind sehr wichtig. Ja? Also in meinem ersten Kurs in der Akademie, ja, authenticgermanlearning.com/join. In dem ersten Kurs gibt es einen Ratschlag. Und der ist, sich zu überlegen, von wann bis wann möchtest du Deutsch lernen und dann jeden Tag diese Zeit zu investieren. Ja? Und ich rate das wirklich jedem. Ja? Überleg dir, wie viel Zeit möchtest du investieren und dann investiere jeden Tag diese Zeit. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Tschüss!